Ja, herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Webtalk H5P, mehr als interaktive Inhalte erstellen. Da geht es eben nicht darum, wie erstelle ich Inhalte mit H5P, sondern so ein bisschen darüber hinaus, weil es da diverse Sachen gibt. Und es geht ja auch, H5P ist ein Open-Source-Projekt und da kann man ganz viele schöne Sachen machen. Wenn man nämlich was beitragen will, kann man unter anderem Fehler melden und man kann sich auch Funktionen wünschen oder die natürlich selber programmieren. Und wir gucken uns heute mal an, wie man denn gut Fehler meldet oder gut Funktionswünsche äußert, weil man damit den EntwicklerInnen nämlich durchaus Zeit sparen kann. Und ich habe mir manchmal überlegt, für mich ist das natürlich so der, ich komme von der Entwicklerseite und für mich ist das manchmal so, wenn ich das übersetzen müsste, was ich so erlebe, versuche ich euch das mal klar zu machen. Mir kommt das manchmal so vor, stellt euch vor, euer Auto ist kaputt. So, und entweder ihr könnt selber am Auto rumschrauben, dann ist das gut, dann macht ihr das selber. Die meisten können aber eben nicht programmieren und sind nicht so fit, das ist ganz klar. Ist noch nicht das Problem. Also das Auto gebt ihr in die Werkstatt und da guckt sich das jemand an und dann repariert, dann kriegt ihr das zurück. Und das geht natürlich nicht bei eurem Rechner oder bei dem, was ihr habt. Auf die Idee kommt man nicht. Man könnte natürlich einen Link teilen. Und die meisten schreiben dann eher sowas, ja, hier H5P geht nicht, schicken vielleicht noch so ein Bildschirmfoto mit einem, also wo ich eine leere Seite sehe im Wesentlichen. Und die hilft dem Entwickler jetzt überhaupt nicht, irgendwie einen Fehler zu finden. Und das ist so, als ob ihr eben jemandem in der Werkstatt ein Foto von eurem Auto schickt, das irgendwo steht und nicht fährt und fragt, warum fährt mein Auto nicht? Also nur um das mal zu verdeutlichen. Das ist so manchmal das Problem, vor dem man steht. Dann muss man halt fragen und nochmal fragen und macht so ganz viele Schleifen. Und das ist halt sehr umständlich. Wie gesagt, ist klar. Erstmal, ihr könnt natürlich euren Rechner nicht irgendwie zu einem Entwickler schicken, der da drauf guckt. Ein Link teilen geht natürlich. Von daher ist das schon verständlich. Nur müsst ihr euch überlegen, was da passiert. Da ist ja jemand, der schenkt euch Zeit, weil das ja niemand hauptamtlich macht. In der Open-Source-Projekt, in der Regel zumindest. Und ihr kostet Leuten Zeit. Und einfach um den Leuten, an die euch was Gutes tun, ein bisschen Zeit zu sparen, wollte ich euch mal zeigen, wie man das vielleicht einen Tick besser oder strukturierter machen kann. Und dafür legen wir einfach mal los. Ich teile mal meinen Bildschirm. Ich sehe gerade, ich darf auch noch ein bisschen höher gehen. So, also, das ist mein Bildschirm. Ich habe mir gedacht, wir machen das mal so. Wir produzieren erstmal einen Fehler, den wir dann auch tatsächlich melden können. Und der ist jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen. Das ist etwas, was jetzt auch nicht jeden Tag passiert, aber ist mir schon mehrfach untergekommen, dass Leute eben verwirrt sind. Und dann habe ich auch gleichzeitig schon mal einen Fehler direkt erklärt, wo er herkommt. Also was ihr hier seht, ist die Seite der ZUM. Da läuft halt ein H5P. Die ZUM ist die zentrale Unterrichtsmedien. Und da kann man H5P-Inhalte erstellen. Und das ist einer, den habe ich mir heute angeguckt. Der ist halt da. Der ist auch gut, da funktioniert auch alles. Was ich jetzt hier aber vielleicht machen möchte, was einige Leute tun, die möchten den woanders einbetten, das machen wir einfach mal. Wir würden hier, ne, wie ein normaler Anwender, auch auf Einbetten klicken. Da muss man sich diesen Code-Schnipsel hier rauskopieren und dann muss man den halt irgendwo in so eine HTML-Seite einfügen. Und damit das ein bisschen schneller geht, habe ich jetzt einfach ein WordPress genommen. Da könnte ich natürlich auch H5P irgendwie installieren. Aber ich bette das einfach mal da ein, weil es jetzt schnell zu zeigen geht. Also WordPress müsst ihr nicht kennen, da müsst ihr jetzt nichts merken, das ist jetzt ein quasi nacktes WordPress. Da möchte man jetzt vielleicht so einen Beitrag anlegen, der heißt hier Post. Den füge ich jetzt einfach hinzu. So. Und dann muss man hier in WordPress, ich weiß gar nicht, ob man es muss, aber ich gehe erstmal in den Textmodus und da kopiere ich jetzt diesen Codeschnipsel rein. Also H5P. Und wenn ich jetzt mir das Ding angucke, dann würde ich erwarten, dass er mir jetzt den H5P-Inhalt anzeigt. Dafür ist ja das Einbetten da und das macht er aber nicht. Er zeigt mir jetzt hier schon so ein graues Fenster. Jetzt könnte es ja vielleicht daran liegen, okay. Ist jetzt noch die Vorschau, geht irgendwie nicht. Also ne, wir können es ja auch mal, können das jetzt mal richtig irgendwie angucken. So, aber wir haben ja auch so ein graues Fenster. So mit so einem kleinen, traurigen Gesicht drauf. So, und jetzt könnte ich das halt melden. Jetzt könnte ich dem Entwickler sagen, hier, es läuft nicht. Mach einen Screenshot, ein Bildschirmfoto davon, schick dem das, warum geht das nicht. Dann sagt er, also ich will den Inhalt einbetten. Dann sagt er, kann ich noch nichts sagen. So, also gucken wir uns mal an, wie wir das jetzt vielleicht vernünftig melden könnten, sodass ein Entwickler auch gleich weiß, aha, wo ist das, so ist das und möglichst gar nicht mehr so viel nachfragen muss. Hast du dies gemacht, hast du das gemacht, kannst du das nochmal erklären? So, das macht man in einem Rutsch. So, und wie man das normalerweise macht, wie man H5P oder wo man H5P-Fehler meldet, das ist eben h5p.org, da gehe ich jetzt drauf. Das ist diese Seite, da gibt es hier oben rechts das Forum und wenn man da drauf klickt, findet man halt verschiedene Rubriken und da sieht man auch schon, also Bugs in Content Types wäre jetzt ja irgendwie sowas. Ne? Das jetzt wissen wir vielleicht nicht, aber es gibt jetzt für Fehler nur dieses eine. Bugs in Content Types wäre also so ein gutes Forum. Und tatsächlich ist das Schöne hier oben drüber,
ist tatsächlich auch schon so eine kleine Anleitung, was man eigentlich tun sollte. Und ihr könnt euch mal einen Spaß machen, so die einzelnen Beiträge durchgehen. Das macht kaum jemand. Und was dann passiert, muss jemand nachfragen, hast du das gemacht, hast du das gemacht, bis man dann so den Fehler gefunden hat, was man häufig dann viel einfacher wäre, wenn man diese ganzen Informationen schon hätte. Und ich lege jetzt einfach mal für euch für unseren Fehler, den wir jetzt gerade erzeugt haben, so einen Fehlerreport an und gehe das einfach Schritt für Schritt durch. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir die Magie hier hinbekommen. Natürlich nicht. So haben wir sie. Also ich habe jetzt auf der linken Seite, damit ich quasi spicken kann, was ich jetzt eintragen sollte, habe ich mal diesen Fehlerreport. Und ich würde jetzt einfach nochmal hier in das Forum gehen und lege einen Beitrag an. Und dann schreibe ich quasi mit euch zusammen. So, da ist das Forum. Steht da natürlich haufenweise Sachen vor. Guter Titel ist immer schon ganz schön, um einzusortieren, wo kommt das denn her, wo kommt das denn hin? Also idealerweise schreibt man da schon mal den Inhaltstyp rein, um den es geht. Und ich schreibe mal Potential Problem with H5P when embedding. Und der Inhalt war Mark the Words. So, ne, aber Potential kann man ja auch weglassen. Ja, man, es ist ja wirklich ein wirkliches Problem. Also Problem mit H5P, wenn man Mark the Words embeddet, das haben wir ja gerade. So, und jetzt können wir im Prinzip, kann man sich hier das ganze Ding hier als Vorlage schnappen, na, einmal rauskopieren. Das ist am einfachsten. So, haben wir es hier einmal drin, diese einzelnen Schritte. Vielleicht können wir die auch nochmal so unterteilen. Können wir jetzt einfach abhaken. Also das Erste, was immer ganz gut ist, wenn man beschreibt, was man denn gemacht hat, also bis der Fehler aufgetreten ist. Und vielleicht hätte ich das nicht mit Bullet Points machen sollen. Das hätte ich mir überlegen können vorher. Ich nehme die nochmal weg. Wir machen es einfach so. Und hier mache ich Bullet Points drunter. Also, was haben wir denn gemacht? Das habe ich natürlich schon vorbereitet. Das tippe ich jetzt nicht live. Das wäre für das Video ein bisschen langweilig. Aber ich scrolle einmal. So, da. Also, ich kopiere das mal hier rein. Also, das haben wir im Prinzip gemacht, ne? Wir haben, sind erst auf diese Seite hier gegangen. Und haben dann auf Einbetten auf Deutsch geklickt, haben diesen Code rauskopiert, haben den in eine WordPress-Seite eingefügt. Das ist der Iframe-Code und dann haben wir uns das angeguckt und es ist nichts passiert. So, was man jetzt, ach so, ich habe einen noch vergessen. Bevor man anfängt mit diesem Ganzen, sollte man natürlich schreiben, was das Problem ist. Das habe ich, ah, das kommt davon, wenn man zu schnell ist. Oben drüber natürlich, hallo Leute. Ist ja eine Community, da ist ja jetzt nicht irgendwie die Firma Jubel, die da die ganze Zeit reingucken soll. Das ist eigentlich als Community-Forum gedacht, wo einem andere Leute helfen sollen. Und man begrüßt die also erstmal und beschreibt kurz, was ich gemacht habe. Ich habe das versucht, da einzubetten und ging jetzt nicht. Und dann schreibt man, okay, was hat man denn gemacht? Ich sehe halt dieses graue Fensterchen. Was hat man denn gemacht, um dahin zu kommen? So. Das nächste, was dann ganz gut ist, in diesem Fall ist das wahrscheinlich gar nicht so relevant, aber das weiß man ja als Unbedarfter nicht so, sondern man hält sich jetzt strikt einfach daran, welche Version von WordPress oder Moodle oder Drupal oder was auch immer ist, hat man denn da genutzt. Und da waren jetzt zwei Plattformen im Spiel. Das eine war, oh, das sieht alles noch ein bisschen unschön aus. Naja, das eine war apps.zum.de, da wissen wir das wohl in der Regel gar nicht. Und bei dem WordPress könnten wir jetzt nachgucken. Das wäre 5.5.3. Das kann ja relevant sein, dass in einer Version vielleicht mal was kaputt gegangen ist oder so. Oder dass da irgendwas nicht funktioniert. Das hilft halt den Entwicklern, das schon mal einzusortieren. Dann auch manchmal eine spannende Frage: Ist das dann auf einem Desktop-Rechner passiert oder auf einem Mobilgerät? Macht dann häufig Unterschiede, wenn es um den Browser geht. Gar nicht so sehr um die Plattform, aber das hilft das schon mal, um das einzusortieren. Und gut, bei uns, also könnten wir jetzt auch gucken, aber das Problem würde immer auftreten, also auf beiden. So, dann würden wir sagen, welcher Browser war das denn, ne? Und wo haben wir das probiert? Ich kann euch sagen, es würde auf jedem Browser genauso aussehen. Ne, wenn wir das jetzt ausprobiert hätten, wäre überall gewesen. Also, ist schon mal ganz spannend. Also, jetzt, das würde dem Entwickler schon mal helfen. Okay, es ist auf jedem Browser, es ist auf jedem Gerät. Vielleicht liegt es tatsächlich, also entweder ist es wirklich ein Programm. Das kann immer schon darauf hindeuten, dass es gar nicht am Browser liegt, sondern an was anderem, wenn es halt überall auftritt. Das ist was Grundsätzlicheres. So, dann H5P-Plugin-Versionen, die könnte man sich natürlich raussuchen, aber meistens reicht es einfach. Meistens ist ja die aktuelle. Dann schreiben wir einfach Latest dahin. So, dann nächste Frage.
bei welchem HFNP, also welchem Inhaltstyp war das, haben wir eben oben schon beantwortet, aber der Vollständigkeit haben wir, schreiben wir es nochmal rein. Mark the words. So, und jetzt kommen so zwei spannende Sachen und der nächste, das hier, das ist eigentlich das Spannendste. Ich mache das gleich nochmal ein bisschen schicker vielleicht. Also, der fragt jetzt, also seht ihr auch links nochmal, leider ohne Link oder irgendwas, das ist wirklich verbesserungswürdig, weil Leute, was ist denn diese Browser-Console-Error? Also was ist denn das? Und da gehen wir jetzt nochmal zurück auf unsere Seite mit dem kleinen Problem. Das ist die hier, die mache ich auch nochmal groß. So, der Trick ist nämlich, jetzt haben diese Browser schon für die Entwickler so ein paar Werkzeuge. Und es ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, wie man da hinkommt. Bei den meisten Browsern, bei Firefox, Chrome und Edge, ist das ein Druck auf F12. Jetzt muss ich nachgucken. Ich habe es nochmal rausgesucht. Bei Safari ist das Steuerung, Shift und I. Und es das heißt der Web Inspector. Also, wenn man das aufruft, kommt man dahin. Und falls jemand Chrome benutzt, da ist das Steuerung, Shift, J. Also machen alle so ein bisschen anders. Meistens ist das aber, wie gesagt, F12. Und da drücke ich jetzt mal drauf. So, und dann sieht man hier oben ganz viel Krams, den brauchen wir überhaupt nicht. Das Spannende ist diese Konsole hier unten. Ne? Da steht auch Console. Oder wenn man hier oben nochmal auf Console klickt, dann sieht man auch nur das. Und dieses Ding ist so ein kleines Zauberwerkzeug, weil es, ihr seht schon, da ist eine rote Nachricht drin. Und das ist genau das, was jetzt spannend ist für den Entwickler. Da könnt ihr auch mal nachgucken. Das ist hier ein bisschen kryptisch. Manchmal steht da aber auch ziemlich klar drin tatsächlich, woran es jetzt gerade gehakt hat, wenn man das liest, kann man es schon erahnen. Und wie eine Datei konnte zum Beispiel nicht geladen werden, dann weiß man schon, oh, das ist vielleicht das Dateisystem. Kann vielleicht selber nochmal gucken. Gut, aber das ist jetzt wahrscheinlich sehr kryptisch. Also, was heißt das? Wir würden das jetzt einfach mal rauskopieren. Das Rote. Könnten auch alles nehmen, aber das Rote reicht dann meistens. Das kopieren wir raus. Und dann gehen wir zurück zu unserem Fehlerreport. Ah, ich mache nochmal Seite an Seite. So. Dann kopiert man also das, was da in dieser Konsole drin ist, kopiert man raus und haut das einfach so, wie es ist, damit rein. So, das ist die Nachricht, die wir bekommen haben. So, das ist jetzt die Browser-Seite, dann für die Entwicklerinnen oder die Admins. Es gibt auch noch sowas wie PHP-Fehlermeldungen. Da muss euch vielleicht ein Admin helfen, aber da können gerade, wenn es um Dateisystem-Sachen geht oder Datenbank-Sachen, da können da mehr Details drinstehen. Aber wissen wir nicht, wir können auch, das ist kein Problem, sowas reinzuschreiben, I don't know what that is. So, das ist überhaupt kein Thema. So, das nächste, was wir machen könnten, ist halt noch ein Bildschirmfoto. Steht ja, if it's a visual problem, jetzt ist die Frage, ist das ein visuelles Problem? Weiß man vielleicht nicht. Hat man gesehen, ja, ist natürlich irgendwie, uns wird das visuell angezeigt, aber ist jetzt nicht irgendwie ein Buchstabe, der verrutscht ist oder ein Icon, das an der falschen Stelle hängt oder sowas. Das wäre so ein visuelles Problem. Da machen wir einfach mal irgendwie so drei Striche. Also für nichts. Und dann noch so die Sachen, hat man vielleicht, das ist eigentlich gar nicht so relevant, aber das hilft dann eher den Leuten nochmal zu überlegen, habe ich vielleicht selber irgendwas verändert, habe ich irgendein neues Plugin installiert und das geht jetzt nicht mehr, aber können wir hier ausschließen, sagen einfach, nein, haben wir nicht. Und hier auch, nein, haben wir nicht. So, wie gesagt, können wir jetzt noch ein bisschen schicker machen. Ich lasse das jetzt einfach mal so, was dann immer ganz gut ist. Natürlich noch so ein kleines Danke schon mal vorab. Und was ich jetzt noch drunter setze, wäre so ein also Thanks, Oliver. Und dann für Bivi, weil ich das jetzt, wir schicken es jetzt einfach mal ab. Wir gucken mal, was passiert. Könnt ihr vielleicht morgen nochmal reingucken. Für ihn natürlich der Hinweis: Hey, das habe ich jetzt geschrieben, um das zu demonstrieren, wie man es vielleicht machen kann. Und dann müsste ich es vielleicht zumindest ein bisschen schicker machen. Habe ich natürlich jetzt vernachlässigt, sträflich. Ich mache einfach mal ganz schnell die Dinger hier fertig. Wir können es dann nochmal durchgehen. Das hilft ja. Also, erstmal beschreiben, was ist überhaupt das Problem, was glaube ich, dass das Problem ist. Dann die Schritte, um dahin zu kommen, ne, damit man das nachvollziehen kann und reproduzieren kann. Dann so die ganzen Plattform-Infos. Ups, das war zu viel. Also Versionsnummern, einfach um auszuschließen, dass es vielleicht an der Versionsnummer hängt. Ne, das sagt ein Entwickler dann schon, was euch vielleicht nicht, aber den Entwicklern schon. Und dann diese ganzen Geschichten, was ist es denn für ein Gerät? Das ist ein Mobilgerät. Welcher Browser ist das? Das hilft ja auch ungemein beim Einsortieren, weil manchmal tatsächlich einige Sachen nur auf bestimmten Browsern nicht funktionieren. Zum Glück wird ab in 4 Tagen zum Beispiel ein Plagegeist, der Internet Explorer 11, auch von Microsoft ein bisschen aussortiert und nach und nach. Also welchen Inhaltstyp geht es, wenn wir es nicht eh schon genannt haben? Und dann das Wichtigste eben, diese Fehler, möglicherweise in dieser Fehlerkonsole.
die man mit F12 Steuerung, Shift I, Steuerung, Shift J irgendwie aufrufen kann. So, und das dann eben diese PHP-Fehler optional. Screenshot, wenn es sich anbietet, wenn es keinen Sinn ergibt, dann natürlich nicht. Und dann nochmal noch hinweisen, nein, ich habe wirklich nichts geändert, vielleicht nochmal nachdenken. Everybody lies, wir wissen das. So, und dann ist man durch. Dann scrollt man weiter runter, könnte man noch. Man könnte jetzt natürlich noch Dateien dranhängen, was ganz sinnvoll sein kann, wenn man vermutet, dass in einem HFTP-Inhaltstyp irgendwie ein Fehler drin ist, dass man irgendwas falsch erstellt hat. Sowas könnte man zum Beispiel machen. Links kann man natürlich auch Hinweis, habe ich nur kurz angedeutet, man darf natürlich auch immer gerne Links zu der Seite verschicken, dass man selber nachgucken kann. Das ist so ähnlich wie das Auto in die Werkstatt bringen. Das ist auch erlaubt. Und dann so Schnickschnack, das könnt ihr weglassen. Man speichert es dann einfach so. Und was dann passiert, ich dürfte es jetzt, ich habe ein paar mehr, ich dürfte es jetzt auch schon veröffentlichen. Ich veröffentliche es einfach mal. Das heißt, ihr seht das jetzt schon, wenn ihr auf in das Forum geht von hafen4.org. So, und wenn ihr das gemacht habt, ja, ich möchte es wirklich veröffentlichen, dann seht ihr auch, da ist jetzt der Forum-Post und jetzt kann die Community das sehen und gucken, hey, ich kenne das schon. Also hier, das ist tatsächlich hier dieser Trick, also diese Browser-Konsole, die sagt eigentlich schon, was Sache ist, wenn ihr das mal probiert. Das liegt nämlich einfach daran, ist jetzt hier technisch verklausuliert, aber es liegt daran, dass der Server von der ZUM nur erlaubt, dass Sachen auf anderen ZUM-Seiten eingebettet werden und nicht auf anderen Seiten. Und von daher funktioniert das halt in meinem WordPress-System nicht, weil das nicht auf zum.de läuft. So, und mit diesen ganzen Infos, also in dem Fall hätte die Browser-Konsole schon gereicht, aber mit den Infos könnt ihr jetzt mal was anfangen und kann euch sagen, okay, geht nicht, weil, probier mal das. Das ist halt wirklich zielführender als Ping-Pong, 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 bis man dann irgendwann alle Informationen zusammen hat. So, das ist die eine Sache. Das kann man halt prima über das Forum machen. Das andere, da gehe ich auch nochmal zurück, also nochmal in das Forum. Das ist so der zweite Fall, der manchmal so ähnlich abläuft wie mit der Autowerkstatt. Also es gibt so ein Forum, das heißt Feature Requests. Da kann man, wenn einem eine Funktion fehlt und man vielleicht auch einen ganzen Inhaltstyp haben möchte, dann kann man da reingehen und da kann man sagen, hey, ich wünsche mir irgendwie eine neue Funktion, die soll irgendwie das können. Das ist ja klar, hat man ja, braucht man jemanden, der das macht. Und auch da ist es manchmal so, so aus meiner Entwicklersicht verstehe ich komplett, weil man natürlich noch nicht drin hängt. Also die breite Masse weiß jetzt nicht, wie sowas funktioniert, dass man was entwickelt. Und ja, es ist so ähnlich wie in der Werkstatt. Also ihr kommt quasi dahin und sagt, ich will einen Hex-Spoiler haben. Und ein Punkt. Dann müsste ich jetzt erstmal fragen, okay, welches Auto hast du denn und was für einen Hex-Spoiler möchtest du denn? Und ne, vielleicht sogar, warum möchtest du denn einen Hex-Spoiler haben? Vielleicht hat es ja einen ganz anderen Grund. Also man muss ganz viel Fragearbeit erstmal leisten, was in der Werkstatt geht, wenn man eh da ist. Das ist wahrscheinlich kein Problem. Da kann man gleich ein paar Hex-Spoiler ausprobieren. Ist aber für so einen Entwickler schwierig. Also nur wenn da steht, ich will X, dann kann er damit X anfangen. Gerade weil ihr meistens ja wahrscheinlich aus der Lehr-Lernwelt kommt. Das heißt, ihr seid LehrerInnen vielleicht oder arbeitet irgendwann in der Hochschule und lehrt. Und für euch ist das ganz normal. Ihr kennt Begriffe wie Behaviorismus und Cognitive Load und was ihr nicht alles kennt. Damit kann ein Entwickler aber häufig nichts anfangen. Das ist so ein bisschen blöd. Von daher muss man die Entwickler so innen so ein bisschen an die Hand nehmen. Und das mache ich jetzt auch mal so beispielhaft an so einem kleinen Feature-Request, den wir jetzt einfach stellen. Also man wird, ist genau das gleiche Ding, dann müsste erstmal wieder einen aussagekräftigen Titel vergeben und den habe ich auch nicht vorbereitet. Dann nennen wir es einfach mal Distractors. Wir waren gerade bei Mark the Word. Ich sag, was ich da meine. Distractors for Mark. Ah, ist Drag the Word. Oh, ich habe übrigens einen Fehler gemacht. Ist Drag the Words. Ich hoffe. Korrigiere ich gleich. Man kann auch nachträglich posten am Ende. Das ist natürlich Drag the Words, nicht Mark the Words. Distraktoren für Drag the Words. Was meine ich damit? Gehe ich nochmal kurz zurück. Wenn wir uns das hier angucken und auch nochmal groß machen, dann seht ihr, es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lücken und es gibt hier 6 Begriffe. Ist vollkommen in Ordnung. Ich habe jetzt aber nicht die Möglichkeit, hier noch weitere Begriffe dran zu hängen, die einfach ja, die Leute vielleicht auf eine falsche Fährte führen sollen. Also häufig nimmt man dann so phonetisch ähnliche Sachen oder semantisch, syntaktisch ähnliche Begriffe und haut die damit rein. Geht hier aber nicht. Wäre aber schön, wenn das möglich wäre in Drag the Words. So, von daher können wir mal so ein Feature-Request stellen, dass das vielleicht möglich wird. So, und Quatsch, da wollte ich nicht hin. Ich wollte zurück zu meinem Beitrag. Den kann ich jetzt auch groß machen. Dann seht ihr mehr. So, wie würde ich da wahrscheinlich anfangen? Ich kopiere es einfach mal rein, was ich vorbereitet habe. Erstens, so,
Erstens so eine kleine Anrede. Auch nochmal bewusst, um zu sagen, hey, hier habe ich Track of the Words geschrieben, hier ist alles perfekt. Das ist eben nicht so, hallo, liebe Firma Jubel, ihr sollt das bitte machen, sondern es ist tatsächlich eine Frage, die ich jetzt erstmal an die ganze Welt richte im Prinzip, an alle, die irgendwie H5P nutzen. Und auch mit dem Hinweis, hey, lasst uns das nochmal diskutieren. Ne? Vielleicht habe ich mir auch über was überlegt und ihr sagt mir gleich, nee, das stimmt gar nicht. So, und dann das Zweite, was immer ganz gut ist, jetzt den EntwicklerInnen klar zu machen, worum es euch eigentlich geht. Wie gesagt, die haben jetzt nicht unbedingt einen Didaktik-Hintergrund, die wissen wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber vielleicht muss man denen erstmal so ein bisschen klar machen, okay, warum ist denn diese Funktion jetzt so aus didaktischer Sicht eigentlich relevant? Ne? Was macht die denn gut? Das hilft dann nämlich schon mal, sonst sitzen die da auch da, ja, du willst die Funktion, also willst du einen Hex-Spoiler? Ja. Warum? Nee, hab ich keine Lust drauf auf einen Hex-Spoiler. Also hilft einfach, denen klar zu machen, warum man das braucht. Und auch da habe ich ein bisschen was dazu geschrieben. Also so erstmal, was ist denn das? Ich habe nachgeschaut. Achso, jetzt habe ich natürlich nicht. Multiple Choice Questions sind das ja letztlich. Und also eigentlich ist es ja das ist eine Multiple Choice Aufgabe, wo die Sachen nicht zum Auswählen einfach da sind. Man zieht die drauf, letztlich genau das Gleiche. Und nochmal kurz beschrieben, was Distraktoren sind und dass die eben, also wozu die da sein können, ne? Dass man, also wozu die grundsätzlich da sind. So, und auch gleich das Zweite noch. So, machen wir das ein bisschen länger. Jetzt eben so vielleicht auch nochmal zum Unterschied. Also es gibt ja schon sowas wie Fill in the Blanks, da ist das ja auch drin. Also bei Fill in the Blanks aus didaktischer Sicht ist es ja so, dass man wirklich Sachen erinnern muss und aktiv damit reproduzieren muss. Ich hoffe, das stimmt jetzt didaktisch gesehen, die Formulierung. Also muss es aktiv wieder in Erinnerung rufen, während man bei dem Drag the Words die Sachen nur erkennen muss. Also man sieht die Begriffe und dann fällt es einem viel leichter, die zuzusortieren. Das vielleicht auch noch. Vielleicht braucht man eben was dazwischen, dass man sagt, man muss zwar nur erkennen, aber es gibt jetzt mehr zu erkennen. Das heißt, ich mache die Auswahl ein bisschen größer. So. Also ist das, was man machen könnte, hat man jetzt im Prinzip so den Hintergrund beschrieben, warum braucht man das? Seht dann irgendwie zwei Sätze jeweils, ist echt nicht lang. So, und dann ist eben eine gute Sache, also jetzt kennt man den Hintergrund, was ist jetzt das Ziel, worum soll es gehen? Da gibt es für Techniker, für EntwicklerInnen so ein ganz schönes Schema. Ich mache erstmal, also ich habe es einmal so musterartig, das muss jetzt nicht immer genauso sein, aber es hilft, wenn man sagt, als, hier in dem Fall, als ein Autor, as an Author, also wer bin ich denn, in welcher Rolle bin ich denn gerade? Es kann ja auch sein, dass ich ein Lernender bin oder irgendwas will, es kann ja auch sein, dass ich vielleicht ein Admin bin bei H5P in dem Fall, kann auch noch was ganz anderes sein, vielleicht bin ich, weiß ich nicht, was gibt es denn, Schulmagistrat, gibt es sowas? Und irgendwas, also in welcher Rolle bin ich denn gerade? Und so als Autor möchte ich eben möglichst die Möglichkeit haben, dass diese Draggables an der Seite rechts, dass es dann nicht nur die richtigen Antworten sind, sondern eben auch Distraktoren, eben falsche Antworten, die man trotzdem in die Lücken ziehen soll. Und dann werden es eben mehr. So, und dann habe ich gesagt, also als Rolle möchte ich was? Jetzt noch das, was hinten dran steht. Warum will ich das denn? Naja, um die so ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken. Die lernen dann. So, das hat man, also das ist das Ziel. Aber ich würde jetzt nicht schreiben, könnte man auch machen, wenn man sehr genau weiß, wie das funktionieren soll. Ich könnte auch schreiben, ich will hier einen Knopf und mit dem Knopf, wenn ich da drauf drücke, soll das passieren. Und dann geht hier ein Fenster auf und dann gebe ich da was ein und dann irgendwann geht das Fenster wieder zu, irgendwie sowas. Könnte man auch machen. Ist aber vielleicht nicht unbedingt die beste Form. Es gibt ja Leute aus dem, kommen die nächsten dann irgendwann ins Spiel, so UX-Designer, die überlegen sich, wie ist denn irgendwas sinnvoll. Bin ich auch nicht, habe ich auch kein Talent für. Deshalb ist es erstmal so abstrakt zu schreiben, was ist überhaupt das Ziel? Und danach kann man sich überlegen, was ist denn der beste Weg, um dahin zu kommen. Von daher, wenn man so einen Wunsch hat, nicht gleich Details, hier ein Knopf, da ein Knopf, vielleicht ist ein Knopf gar nicht das beste Mittel dafür. So, habe ich das Ziel klar gemacht. Oder was haben wir jetzt gemacht? Wir haben geschrieben, worum geht es eigentlich? Was ist der Hintergrund? Ne, warum ist das didaktisch sinnvoll? Dann so, was ich mir vorstelle. Und jetzt könnt ihr euch, und ich kann mir auch immer viel vorstellen, was für mich jetzt gut wäre, in meiner speziellen Situation. Ich brauche natürlich genau das. Das ist immer so ein schmaler Grat bei H5P, zu sagen, ich will jetzt noch eine neue Funktion haben, die muss in den Inhaltstyp rein, weil ich das jetzt genau brauche. Und den Inhaltstyp komplett viel zu komplex machen mit viel zu vielen Einstellmöglichkeiten. Habt ihr vielleicht schon bei manchen gesehen, die sind sehr voll und man kann sehr viel einstellen und braucht das vielleicht nur in so Einzelfällen. Dann ist da vielleicht schon jemand sehr großzügig gewesen, hat so eine Funktion eingebaut, obwohl die jetzt 1% der Leute irgendwie hilft.
Also von daher ist mir nochmal wichtig klarzumachen, nicht nur so, warum ist das grundsätzlich sinnvoll und was ist denn jetzt das Ziel, sondern welche Bedeutung hat das grundsätzlich für alle? Ist das generalisierbar? Warum ist diese Funktion jetzt wichtig, die da reinkommt? Und also wie vielen Leuten nutzt das? Also je mehr Leute was potenziell davon haben, desto wahrscheinlicher ist das halt, dass jemand diese Funktion aufgreift und umsetzt und dass die auch in den Quelltext reinkommt, in den Hauptquelltext. Und dann würde ich einfach vielleicht nochmal sowas dazu fügen, wo ich nochmal beschreibe, dass das eben, also diese Drag the Words natürlich querbeet über alle möglichen Fächer nutzt, weil es weit so generell ist. Also ich kann das in Sprachen nutzen, ich kann aber auch mathematische Symbole. Wenn ihr mit Tech arbeitet, kommt bestimmt noch. Also ich kann da plus, minus, mal geteilt oder sowas reinschreiben. Gibt bestimmt auch in ganz anderen Fächern. Ne? Ich kann das auch in der Physik benutzen. Also es ist halt sehr allgemein verwendbar. Und von daher wäre es wirklich ein großer Nutzen, wenn das da in diesen Herzschub reinkommt. Da haben wir es auch klar gemacht. So. Und dann nochmal vielleicht zum Abschluss, dann nochmal diesen Hinweis, liebe Community, ne, schenkt mir gerne eure Gedanken und vielleicht können wir ja irgendwie einen Entwickler davon überzeugen, das zu machen. So, und dann auch, ne, ist nicht verboten, vergesse ich manchmal auch, so mal so meinen Namen drunter zu setzen. So, zack, und für Bivi nochmal der Hinweis, dass das natürlich jetzt so für Demo-Zwecke geschrieben wurde und dass es tatsächlich genau dafür auch schon die Lösung gibt. Es gibt schon den Quelltext, um Distraktoren erstellen zu können in Drag the Words. Ja, muss halt nur noch gereviewt werden, damit es in den offiziellen Quelltext reinkommt. So, aber dann das Gleiche, wir scrollen wieder runter. Wir könnten jetzt wieder noch haufenweise Sachen, wenn wir Skizzen haben, könnten wir die vielleicht dranhängen oder irgendwie sowas, damit es ein bisschen deutlicher wird. Also zeige ich nochmal, vielleicht dauert euch vielleicht nicht. Also hier ist eben die Möglichkeit, hat man Anhänge dran zu verfügen, wenn man schon eine Skizze hat oder sagt, es gibt vielleicht in irgendeinem anderen Programm was Ähnliches und ich möchte auch was in die Richtung, damit man sich besser ein Bild davon machen kann. Ist natürlich nicht verboten, davon nochmal ein Bild mit dran zu hängen. Das kann man jetzt tatsächlich auch machen. So, genau. Und dann einfach speichern, Vorschau lassen weg. Ich darf es mir auch selber gleich veröffentlichen, sonst dauert das immer automatisch irgendwie 6-7 Stunden, bis das rauskommt. Und dann ist das da. So, jetzt haben wir diesen Feature-Request da auch schon geschrieben. Also mit diesen Sachen, also erstmal den Hintergrund beschreiben, didaktisch, warum ist das sinnvoll? Dann, was ist denn das Ziel des Ganzen? Und dann nochmal beschreiben, warum ist das jetzt besonders wertvoll? Also warum ist das für viele nützlich, dann hat man einfach einen ganz guten Feature-Request geschrieben. Und wenn es um einen ganzen Inhaltstyp ginge, dann muss man sich das vorstellen, man kann einen großen Inhaltstyp, da sind ja ganz viele kleine Sachen drin, das würde man zusammenbrechen und macht dann so ganz viele kleine Pakete, und die man nebeneinander setzen möchte. Also ihr merkt schon, da ist ein bisschen Aufwand dahinter, aber wenn man das gemacht hat, dann ist einem Entwickler auch ziemlich klar, okay, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Und dann geht es natürlich auch letztlich viel schneller. Also erstens ist die Wahrscheinlichkeit größer, ja, dass jemand das aufgreift, und es geht dann, wenn gleich klar ist, worum es geht und man nicht ständig nachfragen muss, dann geht es wahrscheinlich auch schneller. So, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen geholfen. Also ihr werdet vielleicht auch mal über Fehler gestolpert sein. In H5P sind quasi ganz normal, lassen sich nicht immer vermeiden. Wir gesehen, manchmal ist es gar, liegt es gar nicht an H5P, da war das eine fremde Server-Einstellung. Natürlich sind es auch manchmal H5P-Fehler, aber jetzt wisst ihr, wie ihr die gut melden könnt. Und wenn ihr eine gute Idee habt oder Kritik habt und sagt, diese Funktion fehlt aber noch oder die ist nicht schön, das müsste mal geändert werden, ne, dann nach diesem Schema Hintergrund und was ist das Ziel und warum ist das für viele Leute wichtig, kriegt ihr auch einen ganz guten Feature-Request hin. So. Und nächste Woche geht es weiter mit Episode Nummer 4 und ich hoffe, bis dahin sehe ich vielleicht den einen oder anderen Fehlerbericht oder Feature-Request von euch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.